So, nach 18 Stunden neben der Autobahn sind wir Gott sei Dank dann von diesem grausamen Ort weggefahren. Es war schon ein bisschen heftig da. Also ich muss sagen, man hat schon die ganze Nacht eigentlich die Autos ziemlich laut gehört und einfach, es war schon so okay zum Schlafen. Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen, ehrlich gesagt, aber irgendwann regt dann die Lautstärke dann auf. Und ich hatte jetzt heute Morgen eine kleine interne Weiterbildung für meine Kolleginnen zu Statistik, die ich gegeben habe. Und es war dann so ein bisschen ein Problem mit dem Internet. Und auch, ja, das ging einfach an dem Campingplatz nicht. Also ich dachte eigentlich, dass es an diesem Campingplatz auch WLAN gibt, aber es gab es dann irgendwie nicht. Und Handynetz war auch nicht gut genug. Das heißt, dass ich dann zum McDonald's in der Nähe gegangen bin und von dort aus die Online-Schulung gegeben habe. Was irgendwie ja sehr skurril war. Aber super gut funktioniert hat am Ende. Also es war zwar, waren zwar Hintergrundgeräusche, aber das ist halt mega cool mit diesen Filtern. Also bei den anderen kam das anscheinend gar nicht so dramatisch an. Das war eigentlich ganz cool. Und dann hatten wir eine super schöne Fahrradtour durch Naturschutzgebiete, einfach super schön. Ja, Hammertag. Und jetzt sind wir an einem ganz süßen kleinen Campingplatz. Hier direkt gegenüber gibt es auch einen Badesee. Da werden wir jetzt dann nochmal hinschauen und den Abend genießen mit Ruhe, ohne Autos. So, die Aufnahme heute kommt ein bisschen spät, aber besser spät als nie. Genau, ich bin jetzt wieder zu Hause, gehe gerade spazieren im Westpark und habe mir gedacht, ich gönne euch jetzt nochmal den letzten Vlog von meiner Podcast-Tour Part 1. Es werden noch weitere Parts kommen, aber das war jetzt erstmal die erste Tour. Genau, wir waren noch in Hannover, was super cool war. Dort habe ich mit zwei ganz tollen Interviewpartnern gesprochen. Mit Lambert Heller, der an der TIB das Open Science Lab leitet und wirklich super spannende Sachen erzählt hat, wie man in Zukunft zusammenarbeiten könnte, wie könnten wir in Zukunft, ja, offene Wissenschaft machen, ganz viel spannende Sachen aus der Brille eines Bibliothekars. Also ganz, ganz was anderes, was ich normalerweise, also was ich selber so kenne. Aber die Gedanken waren sehr ähnlich. Von dem her finde ich das eigentlich ganz cool, dass unterschiedliche Gruppen da auch ähnlich denken. Dann habe ich Tobias Schlauch getroffen, der ist Research Software Engineer beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt von der Helmholtz-Gemeinschaft. Genau, den kenne ich über DERSE, also die Research Software Engineers aus Deutschland, wo wir beide ja Mitglieder sind, aber auch über unsere gemeinsame Arbeit bei Helmholtz, wo ich ja vorher war. Genau, mit dem habe ich gesprochen über Karrierepfade für Research Software Engineers. Wie muss gute Software aussehen in der Forschung? Was sind die Probleme, die wir haben? Wie würde die perfekte Welt aussehen, aus der Research Software Brille? War auch ein sehr spannendes Interview und ich freue mich richtig, diese beiden tollen Interviews aus dem schönen Hannover mit euch zu teilen. Und genau, Hannover hat mir übrigens sehr gut gefallen. Sehr grüne Stadt, viele Parks und ja, direkt Wald und wirklich super cool.
super coole Stadt. Ja, hat mir gut gefallen. Und genau, danach sind wir dann mit dem Zug zurückgefahren nach München. Und ja, nach einer langen Zugfahrt mit Maske wieder gut hier angekommen und jetzt gut ausgeruht. Ich habe meine zweite Impfung bekommen, worüber ich super happy bin. Und später im August geht es dann wieder weiter und dann melde ich mich wieder. Bis dahin!